So, hallo ihr Lieben. Mal wieder, wie sollte es auch anders sein, ein kleines Bedini-Video. Ich hatte es ja, glaube ich, in den letzten Videos schon mal angekündigt, angedroht, dass ich in der Zukunft mal was Neues vorstellen werde, was vielleicht erstmal auf den ersten Blick alt und bekannt ausschaut, aber denn doch eine wesentliche Neuerung beinhaltet, finde ich jetzt persönlich auch gerade, was das Thema Langlebigkeit und Anfälligkeit überhaupt anbelangt, hat sich jetzt hier ein bisschen was getan. Das ist jetzt die Volksbedini-Version. Ich nenne sie jetzt bei mir in meiner Klasse die 1.7er-Version, die aktuelle. Ist natürlich hier auch in der ganz normalen Volksbedini-Optik gehalten. Ich habe jetzt natürlich ein paar Kleinigkeiten verändert. Ihr seht hier zwei Glimmlampen. Der Schalter für das Display befindet sich jetzt direkt über dem zweiten Display. Das Poti habe ich jetzt, sieht erstmal so gleich aus, ist aber was anderes, sage ich gleich noch was dazu. Der Ausgang, wo ihr nachher euren Akku anschließt zum Laden, da habe ich jetzt die dritte Buchse, die habe ich jetzt weggelassen, reduziert. Und an der Stelle möchte ich Patrick Günther mal ganz herzlich danken, weil du hattest nämlich die Idee gehabt mit diesem Wechselschalter. Das sind hier diese, ich zeige es euch mal gerade, das sind hier diese Wechselschalter, wo man dann halt eben zwischen zwei Positionen hin und her schalten kann. Und er sagte, oder vielmehr du sagtest ja, dass du dann halt eben den Regenerationsausgang einmal und dann den Power-Ladeausgang so angenehm hin und her schalten kannst und dann geht der Mittelanschluss, geht halt auf diese schwarze Minusbuchse drauf und so kann man halt eben den Stecker nachher hier drinnen stecken lassen und ganz entspannt zwischen Regeneration und Power-Laden hin und her schalten. Also ihr müsst dann hier keinen Stecker mehr rausziehen, wie das ja bei den anderen Volksbedienungsmodellen der Fall gewesen ist. Ja, was hat sich noch verändert? Ja genau, ihr seht halt hier die zwei Transistoren. Ich habe auch hier noch zusätzlich den Schalter angebracht, wo man halt zwischen einem Transistorbetrieb, das ist dann zum Beispiel die etwas sparsamere Version, wenn ihr kleine Batterien laden wollt oder ja halt etwas, ich sage jetzt mal auch Strom sparen wollt, läuft auch etwas ruhiger und so weiter und so fort. Hat weniger Power und ihr könnt dann halt hier auch ganz entspannt im Betrieb auf den zweiten Transistor schalten, hat mehr Power, das merkt ihr auch gleich, zeige ich euch gleich auch und lädt entsprechend schneller. Also im Prinzip ist hier die 1.5er Version mit drinne. Die Version hier, die kostet ein bisschen mehr, das ist irgendwo auch klar, ich schraube es gleich mal auf, ihr könnt mal reingucken, das Gerät ist ziemlich voll, ist auch ein bisschen mehr Verdrahtungsaufwand und die 1.5er Version, die neue, die habe ich jetzt natürlich noch nicht geschafft, die fertig zu bauen. Aber für alle, die es interessiert, die gibt es natürlich immer noch zu haben. Ist natürlich eine klare Sache. Ich komme bei eBay leider gar nicht dazu, ein Angebot reinzustellen. Gehen immer schon vorher weg. Die aktuelle 1.5er Version wird über diesen Patrick-Günther-Ausgang, so nenne ich den jetzt, auch verfügen. Also die wird nur noch die eine schwarze und die eine rote Buchse haben und dann halt eben hier ganz entspannt, zack, zack, zwischen Power und Laden hin und her schalten können. Das wird auch bei den 1.5er so bleiben. Was bei dem 1.5er auch sein wird, ist wie hier nur noch diesen einen Druckknopf für das zweite Display, wo ihr dann halt eben die Akkuspannung messen könnt. Das bleibt beim 1.5er auch. Nur halt, wie gesagt, welcher Teil beim 1.5er wegfällt, das ist hier dieser Teil, der fällt dann weg. Also ihr habt dann hier die ganz normale, gewohnte 1.5er Optik, wie ihr es halt eben auch kennt. Hier an der Seite der Franz-Meyer-Ausgang, auch ein lieber Kollege, der mir den Tipp gab, dass man halt eben auch hier dann einen Stecker reinstecken kann. Diese Kleinstecker, nicht die fetten. Ja, worauf ich jetzt auch ein bisschen mehr achte, jetzt habe ich leider deinen Namen vergessen, aber du wirst es sicherlich in den Kommentaren drunter schreiben. Ja, ich sag mal so, zum Thema Bedini gibt es ja unglaublich viele, viele, viele Informationen im Netz, bei YouTube ja nun auch. Und was man wirklich so sagen kann, wenn ihr die Statoren wickelt, solltet ihr halt darauf achten, dass sich die Wicklungen nicht überlappen. Also, ja, ich muss mal gerade Zeigestock suchen. Moment. So, ihr Lieben. Man kann es hier so ein bisschen sehen. Halt, wo ist mein Zeigestock? Da. Ich habe hier so ein, es ist ein Hauch Luft, also bei dem Stator ist es mir ein bisschen weniger gut gelungen. Hier ist ein ganz dünner Hauch Luft dazwischen. Ansonsten ist das hier und hier ist es ganz gut geworden oder auch da, dass sich die beiden Spulen hier nicht überlappen, weil sich dann die Magnetfelder gegenseitig beeinflussen. Und das würde dann im Prinzip
an der Leistung so ein bisschen rumnagen. Deswegen habe ich da hier jetzt mit drauf geachtet und auch in Zukunft achte ich drauf. Im 1.7er Betrieb erwärmt sich das hier ganz minimal. Das ist nicht weiter der Rede wert. Ich habe aber jetzt einfach hier mal so ein paar Löcher mit reingebohrt zusätzlich. Sieht auch, warte mal, kann man das gleich sehen? Sieht auch ein bisschen cooler aus, wenn man hier innen drin so ein bisschen die Spule sehen kann. Na, ich glaube, ja doch, jetzt ein bisschen sieht man es hier. Ja, jedenfalls ist das jetzt die 1.7er Volksbedieni-Version. Das Poti, genau, also Poti. Also zu Potis gibt es ja, also vielmehr ich persönlich habe ja immer eine ganz bescheidene Beziehung zu Potis. Und zwar ist es mir aufgefallen, wenn der Vorwiderstand zu gering ist, ging halt eben mehr Power auf das Poti und dann ist es durchgeraucht. Und ich habe halt schon im Laufe meiner Zeit, wo ich jetzt Bedinis baue, schon viele Potis gehabt, die dann durchgeraucht sind. Ja, deswegen bin ich ja irgendwann auf diese Hochlastwiderstände umgestiegen, weil die normalen Widerstände, die glaube ich bis zum Viertel Watt bloß belastbar sind, die sind immer warm geworden und fand ich jetzt nicht so gut. Deswegen dann die Hochlastwiderstände mit 5 Watt. Und ja, dann habe ich so lange Zeit jetzt überlegt, wie kannst du das Problem mit den Potis einfach umgehen. Auch so ein Poti ist ja nun auch so ein bisschen auf Lebensdauer begrenzt. Ich weiß nicht, glaube ich, so 20.000 Schaltzyklen hat das. Das ist ewig viel, klar, ne? Aber es ist halt begrenzt und das fand ich halt irgendwo doof. Und wenn ihr jetzt mal hier drauf hört, hört ihr das? Geil, oder? Das ist ein quasi, das ist ein 6-Gang-Drehschalter. Ich zeige es euch auch gleich mal. Momentchen mal. Und zwar sind das diese Okolyten. Das sieht jetzt erstmal brandgefährlich aus. Das ist es aber gar nicht. Denn hier in der Mitte ist die sogenannte Mittelanzapfung, so nenne ich es jetzt mal. Könnt ihr euch dann einen Pol raussuchen. Der äußere Kreis hier, der ist quasi in zwei Hälften unterteilt. So habt ihr 6 Pins für die eine Hälfte und 6 Pins für die andere. Das ist ein 6-Gang-Schaltdingsbums, gibt es auch mit 12. Und das eine Beinchen hier steuert, oder vielmehr gibt dann den Weg frei zu den 6 äußeren Pins und dieses Beinchen hier zu den anderen Pins. Und man sucht sich da jetzt im Prinzip einfach nur eins raus, was man halt eben braucht. Und ihr seht, weil wo kann man es sehen, da ist die Kugel, genau, da rastet es halt eben ein und gibt dann die entsprechenden Schaltpositionen frei. Fand ich ganz witzig, weil das hier oben auch eine 6 mm Welle hat und da passt der Drehknopf drauf. Das heißt, an der Volksbedieni-Optik im Allgemeinen hat sich nicht wirklich was verändert. Ist halt innen drin ziemlich fett jetzt geworden, weil ich habe dann natürlich hier die ganzen Hochlastwiderstände rangelötet. Jo, das ist nicht gerade schlecht. Ich habe dann verschiedene Widerstände rangelötet. Ich habe dann angefangen, ich weiß es nicht aus dem Kopf, ich habe eine Position, die ist aus und dann geht es halt los mit 5 verschiedenen Widerstandswerten. Angefangen bei 180 Ohm, dann kommt irgendwas bei 300 Ohm, 580 Ohm, 680 Ohm und dann habe ich, glaube ich, nochmal 900 oder war es ein Kilo Ohm, habe ich dann auch nochmal dazu genommen. So hat man im Prinzip 5 Grundstellungen, auf die man halt umschwenken kann. Und das sollte auch genügen. So, jetzt habe ich lange genug gequatscht. Jetzt werden wir es mal anschließen. Ich habe jetzt mal das Labornetzteil hochgeholt. Ich habe mir das jetzt angewöhnt, unter die Werkbank zu stellen. Und ich habe mir das jetzt hier, schöne Grüße an Thomas Autark, ich habe mir das mal bei dir abgeguckt mit der Kondensatorbank. Das sind 10, 25 Volt, 3300 Mikrofarad Kondensatoren. Es sind keine Gold Caps, muss ich dazu sagen. War mir auch zu teuer, ehrlich gesagt. Und die habe ich jetzt hier alle zusammengetüdelt mit einem kleinen Display ran. Das Display kann ich abschalten und dann halt ihr mein Plus und mein Minus kann ich da dann abgreifen. So, dann steht nicht so ein fettes Gerät halt eben rum immer, ne, mit diesem Schaltnetzteil. So, jetzt muss ich hier einmal kurz linsen, dass ich dann alles drauf kriege. Genau. Jetzt passiert nichts. Also an der Stelle, wo jetzt das Poti auf diesem dicken Kreis steht, das ist die Ausposition. Also somit habe ich auch gleich, ich sage es mal, einen Ausschalter für den Bedini mit automatisch schon integriert. So, jetzt dreht man auf den ersten Widerstandswert. Wir fahren jetzt mit 12 Volt. Ihr seht, die Glimmlampen sind schön da. 12 Volt. Und wenn man jetzt mal den Wert vom Messgerät Glauben schenken darf, haben wir jetzt hier 460 mA. Wartet mal, ich
Ich wollte euch das jetzt mal parallel mal ein bisschen zeigen. So, jetzt drehe ich mal hier einen weiter. Und ihr seht, es verändert sich hier minimal was. Ich muss halt auch dazu sagen, das Messgerät ist allgemein, was die Milliampere-Anzeige anbelangt, nicht so das Genaueste. Also wenn ihr mit einem normalen Messgerät nochmal hinterhergeht oder das einfach mal zwischenschaltet, habt ihr allein schon da ein paar ganz schöne Toleranzen drin. So, jetzt hört man es hier auch. Das ist jetzt so der maximale Widerstandsmodus, so nenne ich das jetzt einfach mal. Glimmlampen sind auch richtig schön da. Und ja, 12 Volt, 280 mA, ist jetzt mit zwei Transistoren. Genau, wenn ich jetzt hier hinstelle, geht das ganze System aus. Und dann ist es auch aus, also ihr seht, kein Stromverbrauch, bis auf das Display hier. Die Anzeige, die hat glaube ich 10 bis 20 mA, das ist der einzige Verbrauch. Aber diese 20 mA kann das Display hier nicht anzeigen. Also das ist zum Beispiel die Toleranz, was ich euch schon mal gesagt habe. Das bringt es einfach nicht. So. Jetzt schalten wir hier mal auf einen Transistor um, schalten ein, schwingen an und ihr seht es auch hier schon, ja, er fährt jetzt ein bisschen langsam hoch, dass wir hier eine ganz andere Stromaufnahme haben, läuft auch ganz ruhiger und zwitschert so schön vor sich hin, also 100 mA. So, jetzt müsste man hier noch ein bisschen von der Voltzahl nachregeln, dass wir dann so bei 13 Volt liegen. Ja, und das ist dann hier im Prinzip, könnt ihr das dann immer auf dieser Stellung lassen, wenn ihr mit einem Transistor fahrt und könnt dann halt entsprechend eure kleineren Akkus laden. So, wenn man jetzt umschaltet, das hört man jetzt auch, achtet auch mal auf die Stromaufnahme. Ist einfach was anderes. Aber wie gesagt, es geht auch mit einem Transistor hier und eben einer geringeren Stromaufnahme. Das könnt ihr euch dann auch so, wie ihr wollt. So, wir fahren mal hoch auf zwei Transistoren. Ich will euch mal zeigen, wie sehr man den hochregeln kann. Also er läuft mit 20 Volt, 400 mA. Wobei ich euch halt, also er läuft auch mit mehr hier, ne? Man kann hier auch zack 30 Volt hochdrehen, aber ich gebe euch wirklich einen Tipp, nutzt ihn bis maximal 20 Volt. Und wenn ihr bei 20 Volt seid, dann macht es auch nie lange. Weil dieser kleine Stator, der wird sich dann ein bisschen erwärmen. Da muss man dann schon ein bisschen drauf achten. Also ausgelegt ist das ganze System hier zwischen 10 und 15 Volt. Da könnt ihr euch, ich sag jetzt mal, frei bewegen, wie ihr wollt. Das läuft alles super. Ja, hier sieht man das auch nochmal mit den Potis ganz schön, mit den Glimmlampen meine ich, dass die verschieden hell sind. Ja, so viel dazu. Ihr wollt natürlich auch mal Batterien laden, ganz klar soweit. Nehmen wir mal hier eine etwas neuere Batterie. Ich mache das jetzt hier mit den Kroku-Klemmen. Ich meine, ihr wisst ja alle, bei mir gibt es diese mit dazu. Im aktuellen Fall bloß zwei von diesen Messleitungen hier, weil es ist einfach auch eine logische Sache, wenn ihr jetzt hier zwei Messleitungen am Akku dran habt und mit der anderen Messleitung hier hinten quasi am Eingang seid, dann kommt hier auf dem Hochspannungsausgang kommt einfach nichts mehr raus, weil die Spannung hier in den Akku reingeht. Deswegen habe ich mir gedacht, klar, logisch, bringt es ja auch nicht, wenn man dann noch ein drittes Kabel hat, zwei nur noch in Zukunft. So. Aber jetzt hier fürs Zeigen, fürs Demonstrieren nehmen wir mal hier noch die schönen Kroku-Klemmen. Einmal Minus angeschlossen. Ich messe euch mal die Spannung des Akkus im Vorfeld. Gucken, dass wir das hier irgendwie so halbwegs wieder drauf kriegen. Ja, genau, das wollte ich nicht vermeiden. Ach,
Warum nehme ich eigentlich das Gelbe? Also, der Akku jetzt, der ist natürlich auch geladen, das muss ich gleich dazu sagen, hat eine Spannung von, hat eine Spannung von 13,6 Volt. So, und jetzt werden wir mal den Regenerationsausgang nutzen. Das hier ist immer euer Pluspol. So, ich habe jetzt auf Regenerieren gestellt. Und ihr seht auch 13,07, wie es jetzt langsam anfängt. So, jetzt könnte man halt hier beigehen und nochmal am Widerstandswert ein bisschen was verändern. Und somit kann man dann halt auch verschiedene Größen von Spannungsspitzen einregeln, die dann ins System fließen. Ihr seht gerade jetzt mit den zwei Transistoren geht das recht ordentlich. Wie gesagt, der Akku ist aber auch geladen. So, das ist jetzt so mal eine Geschwindigkeit von einem nagelneuen Akku, wie der sich denn verhält. Diesen Akku übrigens habe ich auch bisher nur mit Bidini geladen, nichts mit anderen Ladegeräten oder sonstiges. Den brauche ich aber noch für ein anderes Projekt, aber dazu kommt später mal mehr. So, ihr seht, wie das jetzt hier schön vor sich hin lädt. Wir haben jetzt hier den maximalen Widerstandswert und wir sehen 300 mA circa. Wenn ich jetzt hier einen anderen Wert nehme, seht ihr auch, wie das dann steigt. Zack, zack, zack. So, jetzt wollen wir aber mal den Power-Ladeausgang nutzen. Power-Ladeausgang hier einfach nur umschalten und ihr seht schon, wie er förmlich anfängt, den Strom da rein zu ballern. 11,7 Volt, 500 mA und hier fängt er munter bunter vor sich an, den Akku voll zu blasen. Es ist halt ein Gedicht. Wenn man jetzt hier noch ein bisschen am Widerstand rumwurschtelt, kann man dann natürlich auch stromsparender werden. 420, nehmen wir mal hier noch einen weg. Zack. Oder vielmehr noch einen dazu, vielmehr. So, jetzt haben wir den größtmöglichsten Widerstand eingeregelt. Das sind, glaube ich, 950 Ohm. Knappes Kiloohm war das. Und ihr seht halt, wie der Akku dann trotzdem immer noch schön vollgeblasen wird. Oder wenn man halt eben hier ein bisschen noch reduzieren, geht das halt richtig schön vor sich hin. Und was halt wirklich toll ist, ach so, genau, ihr könnt natürlich auch hier, ihr drückt ihr auf den Knopf und ihr seht 14,5 und das passt ziemlich genau. Ne, das ist einwandfrei. Ich muss auch noch dazu sagen, das kann ich auch immer wieder nur betonen, drückt diesen Knopf nur, wenn hier am Ausgang sich eine Last befindet. Und zwar keine 1,2 Volt Batterie, weil eine 1,2 Volt Batterie schafft es nicht, dieses Display anzutreiben, in Anführungszeichen. Das Display zeigt erst ab 3,2 Volt zeigt es erst an. Also da braucht ihr jetzt nicht eine 1,2 Volt Batterie versuchen durchzumessen. Für sowas müsst ihr dann halt wirklich noch so ein Messgerät mitverwenden, parallel dazu. Wenn ihr aber, ich sag mal so 4 Volt Batterien oder Lithium-Ionen Batterien damit laden wollt, dafür geht das dann. Für 12 Volt Sachen sowieso. Also immer nur drücken, wenn hier eine Last am Ausgang hängt. Ansonsten geht euch das Display kaputt. Ich habe dafür noch keine adäquate Lösung gefunden, womit ich wirklich zufrieden bin, was einfach zu bauen ist, was auch sicher hält und so weiter und so fort. Also ich habe es einfach noch nicht geschafft. Deswegen sage ich das ganz oft nochmal. Ich habe es auch im Angebot mit beigeschrieben. Achte da bitte drauf. So, dann haben wir natürlich, das war jetzt die Ladegeschichte. Wir können ja aber noch ein bisschen mehr machen. Wir haben noch den Hochspannungsausgang. Ich habe jetzt bei
bei diesem einen hier, muss ich jetzt ehrlich dazu sagen, nicht allzu sehr drauf geachtet, auf den Hochspannungsausgang. Das heißt, der ist jetzt nicht, der haut jetzt nicht so die derbsten Spannungsspitzen raus. Ist jetzt eine 22 Volt LED, ne? Also die ist jetzt nicht sonderlich hell. Kann man halt hier nochmal die Helligkeit runterregeln. Also jetzt glühen die LEDs, also glühen, glimmen quasi vor sich hin. Genau, das wäre jetzt der Auszustand, richtig. Ja, und hier kann man das mit Widerständen nochmal sehr schön sehen, was ich euch eingangs gesagt habe. Und diese Drehschalter, die werden in Zukunft halt wirklich auch alle dann ersetzen. Ich habe jetzt noch, ich glaube, vier Stück oder sowas. Müsste ich mal schauen. Die werden noch mit Potis ausgerüstet. Aber wie gesagt, auch die mit Poti, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. 20.000 Schaltzyklen, das ist einfach eine lange Zeit, bis das erreicht ist. Nur ich will halt mit den Volksbedienungen hier auch, ich sage es mal, ein Produkt schaffen, was wirklich auch zuverlässig hält, was lange hält. Das ist mir irgendwo wichtig mit. Deswegen habe ich danach eine Lösung gesucht. Und witzigerweise finde ich eine, die genau hierzu passt. Weil Drehschalter im Allgemeinen sind sehr klobig, sehr hässlich und würden jetzt hier nicht so ganz ins Konzept reinpassen. Deswegen bin ich ganz glücklich, dass ich die dann doch noch gefunden habe. Ja, Hochspannungsausgang mit einem Transistor. Halt, muss ich ein bisschen hochregeln. Ist jetzt nicht so die Wucht. Also man sieht hier eigentlich so ziemlich gar nichts. Müsste ich jetzt mal mit der Eingangsspannung mal hochgehen. Moment. Schauen wir mal. Das habe ich jetzt vor uns auch noch nicht ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Schauen wir mal hier so ein bisschen. Kann es sein? Ach, da habe ich den verkehrt. Ja, da muss ich natürlich gleich nochmal reinschauen. Mit dem zweiten Transistor funktioniert das dann in alter Gewohnheit. Halt, genau, das ist das Kabelproblem. Richtig, also wie gesagt, der Hochspannungsausgang, das ist ja, ich sag mal, eh so eine Art Experimentier- oder Experimentalausgang für irgendwelche anderen Sachen. Deswegen habe ich das immer noch mit, oder ich führe das immer noch mit im Programm. Ich war schon mal kurzzeitig am Überlegen, ob ich das mal mit rausnehme. Tja, ich weiß aber immer noch nicht so richtig, ob ich es dann letzten Endes mache. Muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Oder vielleicht können ja auch diejenigen, die vielleicht schon mal einen gekauft haben, einfach mal drunter schreiben, nutzt ihr den großartig? Müsste man jetzt mal nachfragen an der Stelle. Eingebaut hier, wie immer, ist auch die Kfz 32 Volt 1 Ampere Sicherung. Gibt es bei Amazon, wer die nachkaufen will. Haltet euch auch bitte an 1 Ampere, weil wie gesagt, das schützt zuverlässig den Bedini, wenn ihr mal einen Kurzschluss produziert habt. Da seid ihr dann immer auf der sicheren Seite. Was ich euch jetzt noch zeigen wollte, wie weit können wir hier mit der Spannung runtergehen. Wir haben jetzt hier 7,5 Volt. Ich muss jetzt mal hier am Bedini ein bisschen mehr Power geben. Und ihr seht, 4,8. Ich glaube, so bei 4,5, da fängt er dann langsam an, ruhiger zu werden oder vielmehr fast auszugehen. Ich glaube, bei 4 Volt war es dann so. Irgendwo war der Punkt. Also ist jetzt auch mit zwei Transistoren, ne? Ja, 3,8 macht er dann doch noch mit. Aber ich glaube, jetzt so kommt die Grenze, wo er dann einfach ausgeht. Ja, so bei 3 Volt ungefähr. Ist also mit den Volksbedienungen 1,5 immer vergleichbar. Ja, es wurde halt schon mehrmals rangefragt, warum ich denn nur in letzter Zeit so viele
so viele Volksbedini-Videos mache oder allgemein so viele Videos zum Thema Bedini mache. Wie gesagt, ich habe in den vergangenen Tagen mir viel Gedanken drum gemacht, wie ich halt den Bedini so weit denn noch verbessern kann oder was es denn noch zur Verbesserung gibt, was Sinn macht vor allen Dingen auch, wie halt, was Patrick, was du vorgeschlagen hast mit diesem Hin- und Her-Schaltknopf, mit diesem Wechselschalter, das ist echt eine geniale Idee von dir, bin ich auch super dankbar, dass du dir da den Kopf so gemacht hast, weil, ja, es ist halt witzig, manchmal die einfachsten Sachen fallen einem nicht ein, das ist irgendwo interessant immer wieder, aber es ist ziemlich genial. Das war halt so eine Verbesserung, die wirklich Sinn macht auch einfach, zumal man sich da natürlich auch einen zweiten Knopf, ich sage es mal, gespart hat, also man muss da nur noch auf einen drücken, deswegen habe ich den auch hier oben hingelegt und nicht direkt über die Knöpfe hier, über diese Buchsen. Das andere, wie gesagt, Franz Mayer, du weißt ja schon Bescheid, den Ausgang hier, den habe ich ja schon ziemlich lange in der Verwendung. Ja, jetzt die Option zwischen ein und zwei Transistoren hin und her zu schalten, da bin ich mir jetzt auch noch nicht sicher, ob das in Zukunft so bleiben wird. Kommt auch vielleicht aufs Feedback an, ob man das oft nutzt, braucht oder nicht. Ja, wie gesagt, ergibt dann einfach die Zeit. Aber was auf jeden Fall geil ist, dieser Drehknopf. Also ich könnte hier den ganzen Tag dran rumdrehen, ich weiß auch nicht. Bin einfach schon zu lange hier im Thema drin. Ja, wie gesagt, das war mir halt einfach ganz wichtig und ich will mich da wirklich drauf konzentrieren, dass ich halt solche Sachen erstmal weiter treibe, sodass das ganze Produkt Volksbedini an und für sich einfach gut durchdacht ist und auch super gut und lange Zeit funktioniert. Also ich will hier nicht anfangen wie manche andere Firmen hier nach, weiß ich nicht, einen Monat geht's in den Arsch oder so. Deswegen. Ja, und deswegen wollte ich ja nebenbei auch, wie gesagt, was heißt nebenbei, also ganz normal auf Arbeit gehe. Dann bleibt vom restlichen Tag natürlich immer nur eine begrenzte Zeit frei, die ich für sowas dann nutzen kann. Alleine lebe ich ja nun auch nicht. Der ein oder andere hat das ja schon mitgekriegt. Deswegen, das ist jetzt das aktuelle 1.7er-Modell. Es wird in Zukunft natürlich auch nochmal, also das habe ich mir jetzt zumindest vorgenommen, auch nochmal ein paar andere Videos geben zu anderen Themen. Ja, aber wie gesagt, kann ich jetzt erstmal noch nicht weiter viel dazu sagen. Ich habe erstmal noch so ein paar Punkte, die ich abarbeiten will und danach schaue ich mir dann einfach mal das ganze Thema nochmal an. Auch andere Themen, Tooltief und so weiter und so fort. Jo, dann hätte ich soweit alles gesagt. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dass ich weiß jetzt nicht, ob ich es schaffe, das heute noch irgendwie bei eBay startklar zu machen. Wie gesagt, der Preis hier wird natürlich ein bisschen mehr werden als bei normalen Volksbedini 1.0. Es liegt auch einfach am größeren Arbeitsaufwand. Ach genau, ich weiß, was ich noch sagen wollte. Wir wollten hier mal reingucken. Machen wir das mal. Also wenn ihr mit Akkuschrauber hier den Bedini aufschraubt, seid bitte sehr vorsichtig. Also beim Aufschrauben ist da weniger das Problem, beim Zuschrauben. Weil mit Akkuschrauber hat man jetzt nicht so viel Gefühl drin. So, da können wir jetzt nämlich auch mal einen Blick in die Blackbox hineinwerfen. Tada! Ihr seht, gerammelt voll. So, also ich habe jetzt auch hier richtig schön dickes Kabel verwendet. Das ist hier so eine schöne Litze. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Ein Quadrat. Weiß ich gar nicht. Mit so einem Silikonschlauch drum zu. Na, das kriegt der Fokus das nicht hin. Naja, doch, ihr seht es ja schon. Das ist ziemlich fetter Kupferlackdraht. Kupferlitze. Das ist hier die besagte 1 Ampere, 32 Volt, Kfz-Sicherung, falls die bei euch mal durchfliegt, wenn ihr einen Kurzschluss produziert habt, das Teil hier meinetwegen gut festhalten und dann mit einer kleinen Kombizange könnt ihr das einfach nach oben ausziehen und dann austauschen. Ja, und man sieht hier natürlich auch, dass hier nicht mehr wirklich viel Platz ist. Hier seht ihr das Poti eingebaut und hier seht ihr diese ganzen Widerstände, was ich euch vorhin erzählt habe, die dann die verschiedenen Schaltmodi ermöglichen. Das sind alles diese Hochlastwiderstände. Ja, also ihr seht, der Volksbedini, der ist ziemlich gut gefüllt. Alles hier auch verlötet, also nicht irgendwie zusammengetüdelt oder so. Mal etwas zum Thema Verarbeitung, weil ich glaube, so Aufnahmen so vom Inneren habe ich, glaube ich, bisher noch nicht allzu oft gemacht. Wüsste ich jetzt nicht. Gut, habt das ja einmal gesehen. Wie gesagt, ansonsten
Ihr kennt das ja in alter Manier. Entweder schaut einfach bei eBay regelmäßig nach Bedini-Motor. Der Suchbegriff bleibt hier immer der gleiche. Nur halt die Bezeichnung ändert sich dann 1.5, 1.6 oder vielmehr 1.6 gibt es ja jetzt nicht mehr, 1.7. Weil aus der 1.6er Version ist jetzt im Prinzip diese heraus entstanden. Mit den Verbesserungen hier, was ich schon sagte. Und wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, schreibt mich einfach privat an oder schaut, wie gesagt, bei eBay regelmäßig mal nach. Mit der Homepage ist immer noch alles am Arbeiten, wo schon einige gefragt haben, wann die Homepage soweit fertig ist. Also nochmal, ich plane, dass die Homepage, naja, ich will jetzt mal nicht so optimistisch sein, ich vermute mal so Ende Januar, Anfang Februar, irgendwo so in den Zeitraum soll die Homepage dann online gehen. Ja, und dann wird sich die Homepage natürlich auch über die nächsten Wochen, Monate, Jahre auch weiterentwickeln, das ist ganz, ganz klar. Ich werde bei der Homepage halt erstmal mit diesen zwei Volksbedienungstypen anfangen, 1.5 und 1.7. Und dann halt auch noch so ein paar Projekte vorstellen. Jultief, das würde ich natürlich mit einbauen, die Jultief-Taschenlampen und so weiter und so fort. Das soweit dazu. Dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video mal. Wenn es klappt, wird es eine kleine Überraschung. Wie gesagt, wenn es klappt, weiß ich noch nicht, wann das mit der Zeit so hinhaut. Jetzt vor Weihnachten eben ein bisschen tricky. Und dann würde ich ganz einfach sagen, wünsche ich euch heute einen schönen dritten Advent. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.